Gutes Volk von Winchester! Öffnet eure Augen! Seht, wie Alfreds hochtrabende Ideale in diesem Morast menschlicher Unvollkommenheit versinken! Die Gefangenen, die heute vor euch stehen, leben nicht nach Alfreds Gesetzen. Sie stellen sich über sie. Sie suhlen sich im Dreck und folgen nur ihrer eigenen Verderbtheit. Hubert hat, völlig vernebelt vom Ale, unseren Bischof Elchfried verleumdet, den frommen Diener von Winchester. Sogar jetzt, wo er kalt in seinem Grabtuch liegt. Elchfried war kein Mann Gottes. Er wird für seine Sünden brennen. Dein Weib ist ein boshafter Besen, Hubert. Ist hier auch nur einer, der nicht von ihrem ranzigen Met gekostet hat? Wann bist du endlich fertig, Selwyn? Wenn du ganz Winchester hingerichtet hast? Between his Swickland moves. Quellathi! Quellathi, Ella! Winchester hat sein Urteil gesprochen, Hubert. Möge Gott deiner verdorbenen Seele gnädig sein. In Winchester gibt es keine Freiheit mehr. Niemand ist vor seiner Klinge sicher. Alfred hat Fallen ausgelegt. Der Spiel ist auf unserer Tafel nicht mehr. Du entstellst die Gerechtigkeit. Du wagst es, des Königs Henker zu töten. Dein Werk hast du nicht in Elfreds Namen verrichtet. Du bist der Henker des Ordens. Du hast durch den Schleier gelinst und doch nichts erkannt. Elfreds Gesetze sind der Fiebertraum eines Sklaven. Er bietet Bettlern einen Platz an seiner Tafel, lässt die Schwachen die Starken verschlingen. Wer sollte über das Schicksal der vielen Verdorbenen urteilen, wenn nicht die wenigen Starken und Würdigen? Wer sein Volk beschützen will, muss den eisernen Handschuh anlegen. Du trittst freien Menschen in den Rücken, nicht jenen, die es verdienen. Der Orden verurteilt alle Menschen zum Leiden. Denn sie alle sind nur ein Schatten der Perfektion, die wir sein sollten. Die Perfektion der Ältesten. Du bist nur ein Mensch, Gräber. Ein toter Ast, sterbender Baum. Mal sehen, was Godwin über die Federn erfahren bringen. Nur die Verbrecher. Er ist der schlimmste Verbrecher von allen!